Wir setzen unsere Betrachtung der Kräfte fort, indem wir uns jetzt anschauen, wie sich Kräfte addieren lassen, also wie die Situation ist, wenn mehrere Kräfte gleichzeitig wirken. Dann gilt ganz im Allgemeinen, auf einen Körper können mehrere Kräfte wirken. Die resultierende, also sich dann ergebende Gesamtkraft ergibt sich aus der Summe aller auf den Körper wirkenden Kräften. Das ist hier in der Gleichung aufgeschrieben und wir müssen dran denken, ich male mal hier so kleine Pfeile drüber, dass das alles Kräfte sind, die nicht nur einen Betrag haben, sondern auch Richtungen. Ich komme, glaube ich, nochmal drauf zurück. Zunächst erst einmal gilt, in dem Fall 1, dass wir ein Kräftegleichgewicht haben, das ist dann der Fall, wenn die Summe aller auf einem Körper ausgeübten Kräfte gleich 0 ist. Dann erfolgt keine Geschwindigkeitsänderung. Das heißt, ein Körper kann im Zustand der Ruhe sein oder vor gleich 0 oder eine geradlinig gleichmäßige Geschwindigkeit haben und trotzdem wirken Kräfte auf ihn. Nur die Summe all dieser Kräfte ist 0. Kein Kräftegleichgewicht liegt vor, wenn die Summe der Kräfte, die auf einen Körper wirkt, eben nicht 0 ist. Dann wird er beschleunigt. Ich hatte schon gesagt, bei dem Addieren von Kräften müssen wir auf die Richtungen achten. Ja, im Allgemeinen kann man eben nicht nur einfach die Werte der Kräfte hernehmen. Das will ich auch an ein paar Beispielen zeigen, wie man das machen kann. Hier zum Beispiel Schlittenhunderennen. Eine Kraft wird auf den Schlitten ausgeübt. Zum Beispiel hier repräsentiert durch die zwei Pfeile, durch die zwei vorderen Hunde, die direkt hier am Schlitten sind. Das kann ich auch aufzeichnen, indem ich diese eine Kraft nehme, mit der Richtung nehme, ja, und den anderen Kraftpfeil unter Bewahrung der Richtung verschiebe, aber an die Spitze des anderen lege und dann eine Gesamtkraft ausrechne bzw. grafisch darstelle. So lassen sich Kräfte grafisch addieren und man kann schauen, in welche Richtung wirkt die Gesamtkraft und wie groß letzten Endes ist auch die Gesamtkraft. Eine Anwendung dafür wäre zum Beispiel die Slackline. Hier steht eine Person auf so einem gespannten Seil. Das Seil hängt hier am Baum und auf der anderen Seite auch an einem Baum, hängt durch. Und die Person läuft nun über dieses Seil. Man kann sich auch vorstellen, in einer Situation, dass hier unten zum Beispiel ein schwerer Körper ist, ein Stein. Und man zieht jetzt mit einer Person von der Seite und andere Person von der Seite aus unterschiedlichen Winkeln und versucht, den Stein hochzuheben. Wie stellt sich diese Situation nun physikalisch dar? Wollen wir eine Skizze machen, indem ich zunächst erstmal mir so die Slackline hierher male. Das sei die Slackline, auf der die Person läuft. Die Person brauchen wir natürlich auch, die steht hier auf der Line. Und jetzt gucken wir uns an, welche Kräfte wirken. Ganz klar, es wirkt zunächst natürlich die Gewichtskraft auf diese Person. Die Person, wenn sie dort steht, ist aber ganz klar in Ruhe. Das heißt, es muss eine weitere Kraft geben, die auf diese Person wirkt. Und die muss letzten Endes wieder gleich groß sein wie die Gewichtskraft, nur in die andere Richtung wirken. Nur dann ist ja ein Kräftegleichgewicht gegeben. Nun, wie kann man diese Kraft, die ich mit Fn bezeichnet habe, bestimmen? Die setzt sich zusammen aus den Kräften, die natürlich die Person auf dieses Seil ausübt. Einmal in die eine Richtung, ja, ich nenne die mal F rechts, oder beziehungsweise eben, in diesem Fall gleich groß, weil das symmetrisch ist, eben auch F links auf die andere Seite. Ja, und jetzt, wenn ich die zusammentrage, also F rechts, hier versuche nochmal dort darzustellen, dann ergibt diese Summe von F rechts, das soll sozusagen F rechts nochmal sein, die Summe von F rechts und F links, ja, also F rechts plus F links, ergibt mir eben diese Kraft Fn, die genauso groß ist wie die Gewichtskraft, nur in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Das wäre das Kräfteverhältnis auf so einer Slackline und die Größe der Kräfte F links und F rechts, die hängt jetzt ab von dem Winkel, den ich hier habe, zwischen der horizontalen und eben dem Seil, das zu dem Baum führt. Je flacher das wird, desto länger müssen diese Pfeile werden, damit sie, damit F rechts plus F links eben Fn ergibt.
Das heißt, wenn dieses Seil flacher ist, muss F rechts größer werden. Das heißt, je flacher das Seil ist, desto größer werden die Kräfte sein, die eben auf einen Baum wirken. Wie wirken jetzt die Kräfte auf diesen Baum? Das kann man sich auch so vorstellen, wenn ich hier den Baum stehen habe und jetzt das Seil drumherum mache, also hier sozusagen ein Seil drumherum lege um den Baum und das hier fixiere, dann geht hier sozusagen wieder meine Slackline in die Richtung. Jetzt hatten wir schon gezeigt, dass das hier zum Beispiel die Kraft F links ist, die zeichne ich nochmal da ein. So, jetzt wissen wir nach dem System von Aktio und Reaktio, dass sobald eine Kraft auftritt, es auch eine Gegenkraft gibt. Und die Gegenkraft ist genau die Kraft, sozusagen, die gleich groß ist, aber auf einen anderen Körper wirkt, und zwar hier auf dem Baum, die ich mal F-Baum nennen muss. Das heißt, die Kraft, die auf diesem Baum ausgewirkt wird, ist eben genau die vom Betrag her genauso groß wie der eine Teil der Kraft, also F links von dem Seil, auf dem die Person steht. Das wäre im Prinzip die Diskussion, die physikalische Darstellung der Kräfte, in diesem Fall für die Slackline. Man kann sich die Addition von Kräften in vielen anderen Situationen auch darstellen, wo sie eine Rolle spielen. Hier zum Beispiel beim Fallschirmsprung von Felix Baumgartner, der aus sehr großer Höhe abgesprungen ist. Man kann hier erkennen, auf der linken Seite zunächst erstmal die Höhe aufgetragen über dem Erdboden. Das geht hier los bei 0 und ist in Meter über normal 0. Hier haben wir 5000, 10.000 und so weiter. Man erkennt, dass er aus einer Höhe von 40.000 Metern abgesprungen ist. Hier unten dargestellt ist die Zeit, die vergeht seit dem Absprung. Und was hier einmal feststellen kann, ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit nimmt offensichtlich mit der Zeit zu, steigt, steigt, kriegt eine maximale Größe, wird dann so stufenweise wieder geringer, bis die Geschwindigkeit praktisch wieder null wird, wenn der Fallschirmspringer am Boden ist. Und hier kann man auch den Verlauf der Höhe der Person, diese rote Darstellung, den Verlauf der Höhe der Person gegenüber der Zeit vergleichen, also wie schnell verliert er in Höhe. Und da kann man den Sprung praktisch analysieren, wie es hier die grafische Darstellung von der Firma AirTech mal dargestellt hat und analysiert hat. Wie kann ich mir das jetzt im Sinne von grafischen Darstellungen der Kräfte anschauen? Ich schaue mir den allerersten Fall an, also der allererste Fall sei praktisch der Absprung oder kurz nach dem Absprung. Kurz nach dem Absprung. Was wirken da für Kräfte? Na, zunächst ist klar, ich habe hier die Person und auf diese Person wirkt zunächst erstmal machen wir sie blau, die Gewichtskraft. Das ist klar und das ist die Situation. Auf die Person wirkt eine Kraft. Das heißt also, die Geschwindigkeit nimmt zu. Das ist die erste Situation. So. Nach einer Weile sieht die Situation immer noch recht ähnlich aus. Wir haben hier den Fallschirmspringer und auch nach wie vor haben wir die gleich große Gewichtskraft. Die Gewichtskraft hängt von der Masse und von der Erdbeschleunigung ab. Wir gehen mal jetzt erstmal in der Näherung davon aus, dass sie sich nicht ändert. Aber was ist passiert? Es ist eine Kraft hinzugekommen, und zwar die Reibungskraft. Und die wirkt in die entgegengesetzte Richtung, also dem Bewegungsprozess entgegen, die Reibungskraft. So, das sorgt dafür, ja, dass die Kräfte jetzt addiert werden müssen. Das heißt, wir haben nicht nur eine einzige Kraft, die Gewichtskraft, sondern auch die Reibungskraft. Deshalb zeichne ich die hier einfach nochmal da ein. Nochmal die Reibungskraft, sodass eine resultierende Kraft sich daraus ergibt, indem ich die Gewichtskraft plus die Reibungskraft nehme.
Und dann kommt eine resultierende Kraft dabei raus. Diese resultierende Kraft sorgt dafür, ja, dass es immer noch eine Kraft auf den Fallschirmspringer nach unten gibt. Also V nimmt also immer noch zu. Wenngleich nicht mehr ganz so stark. Dann gibt es einen Fall, wenn die Geschwindigkeit noch weiter zunimmt, der Person, gibt es den Fall, dass irgendwann diese Gewichtskraft, die immer noch genauso gleich groß ist, der Gewichtskraft eine weitere Kraft hinzukommt, und zwar die Reibungskraft, weil die steigt mit der Quadrat der Geschwindigkeit. Und irgendwann kommt der Fall, dass die Reibungskraft genauso groß ist wie die Gewichtskraft. So, dann wirken immer noch zwei Kräfte auf den Fallschirmspringer, aber die resultierende Kraft ist gleich 0. V ist konstant. Das heißt, die Person, der Fallschirmspringer, fällt mit einer konstanten Geschwindigkeit weiter. Ja, also er bleibt nicht stehen, sondern fällt weiter. So für realistische Werte ist das so eine Geschwindigkeit von 270 km pro Stunde. Ja, das wäre also noch später, sage ich mal, für den Fall, dass eben die Reibungskraft noch größer geworden ist. Dann kommt die Situation, wo der Fallschirm gezogen wird, Fallschirm ziehen. Wie ist jetzt die Situation? Naja, erstmal hat sich hier nichts geändert. Wir haben unseren Fallschirmspringer. Wir haben nach wie vor die gleich große Gewichtskraft. Aber jetzt tritt der Fall ein, dass ich die Luftreibung noch weiter erhöhe, weil ich ja den Fallschirm ziehe, also viel größere Reibung habe. Dann bekomme ich eine große Luftreibungskraft, die letzten Endes dann größer wird als die Gewichtskraft, sodass ich wieder eine resultierende Kraft habe, die ja diesmal in eine andere Richtung zeigt. Die resultierende Kraft zeigt in diesem Fall nach oben. Das heißt, es wirkt wieder eine Beschleunigung auf den Körper, aber die Beschleunigung in dem Sinne ist, dass die Geschwindigkeit verringert wird. Also, wir ändern die Geschwindigkeit, ja, durch eine Zusatzgeschwindigkeit, die aber in dem Sinne negativ ist, sodass die Gesamtgeschwindigkeit abnimmt. Also V nimmt in diesem Fall ab. Ja, und so kann man mit der Diskussion von verschiedenen Kräften den Fallschirmsprung sich anschauen. Dabei gilt, und das möchte ich nochmal betonen, ja, dass die Gewichtskraft ist immer konstant. Ja, die Gewichtskraft kann man hier in den blauen Pfeilen entdecken, sind immer, zeigen immer die gleiche Richtung und ist gleich groß. Addition von Kräften gibt es in verschiedenen Situationen. Ja, das Fliegen vom Flugzeug. Wir haben hier mal in einem Experiment gezeigt mit einem Föhn, der auf so eine schräg gestellte Tragfläche bläst, sodass man hier die mit der Waage erkennen kann, wie groß in Anführungsstrichen die Entlastung ist, also welche Auftriebskraft wirkt. Man kann es hier auch in so einem schönen Strömungsbild darstellen, wo Luft eine Tragfläche, so ein Profil umströmt. Man kann messen, dass es eine Auftriebskraft gibt. Das ist letzten Endes auch dafür verantwortlich, dass Flugzeuge fliegen. Denn auch hier gilt natürlich, ich habe, nehme jetzt einfach mal den Schwerpunkt hier des Flugzeuges, zeichne den in die Mitte, ich habe natürlich eine Gewichtskraft des Flugzeuges, die nach unten wirkt. Und wenn es fliegen soll, brauche ich natürlich eine Auftriebskraft. Ja, wie bekomme ich die Auftriebskraft? Und zwar bekomme ich die durch die Umströmung der Tragflächen mit einem Luftstrom einer bestimmten Geschwindigkeit. Die Auftriebskraft wirkt nach oben. Ja, und die soll natürlich größer sein als die Gewichtskraft, weil sonst könnte mein Flugzeug ja auch gar nicht abheben. Ich habe natürlich noch weitere Kräfte da, die ich einzeichnen will, wie zum Beispiel die Schubkraft, die das Flugzeug nach vorne bringt. Schubkraft.
Und was ich natürlich auch immer noch habe, weil ich es gar nicht vermeiden kann, ist eine gewisse Reibungskraft, die natürlich entgegengesetzt wirkt. Hier kann ich auch wieder alle Kräfte versuchen aufzuaddieren. Vier Kräfte wirken auf das Flugzeug und das Resultat, also die Gesamtkraft, kann ich nehmen, indem ich einfach alle Pfeile hintereinander setze und dann bekomme ich meine resultierende Kraft auf das Flugzeug, die zum Beispiel so aussehen kann, dass es in eine bestimmte Richtung beschleunigt wird. Also zum Beispiel hier in die resultierende Kraft. Wenn die Schubkraft größer ist als die Reibungskraft und die Auftriebskraft größer als die Gewichtskraft. Das heißt also, mit Kraft kann man viele verschiedene Bewegungsabläufe geeignet beschreiben. Man muss dabei bedenken, dass in der Alltagssprache der Begriff der Kraft anders verwendet wird als in der Physik. In der Alltagssprache oft sagt man oft, der Mensch schafft Kraft. Das würde man in der Physik so nicht machen. Physikalische Fachsprache sagt, auf einen Körper oder zwischen zwei Körpern wirkt eine Kraft, oder ein Körper erfährt eine Kraft oder auf einen Körper wird eine Kraft ausgeübt, aber ein Körper kann keine Kraft haben. Kräfte auf Körper, das haben wir gezeigt, werden in Skizzen oft mit Pfeilen dargestellt. Das ist ganz praktisch, weil die Länge der Pfeile gibt so die Größe, den Betrag der Kraft an und die Richtung des Pfeils eben die Richtung der Kraft. Kräfte gibt es nicht wie hier dargestellt nur in der Mechanik, sondern auch in der E-Lehre, im Magnetismus und so weiter. Kraft, und das ist ganz wichtig, ist ganz klar zu unterscheiden zwischen anderen physikalischen Größen wie der Energie, sowas wie dem Schwung oder dem Impuls. In zwei Teilen der Vorlesung zum Thema Kraft haben wir versucht, das Verständnis im Umgang mit der physikalischen Größe der Kraft darzustellen. Wir haben gesehen, dass Kräfte auf Körper wirken, dass das Geschwindigkeitsänderungen hervorrufen kann, dass es Wechselwirkungen gibt. Kräfte treten immer paarweise auf. Und dass sich Kräfte addieren lassen, wobei wir beachten müssen, dass Kräfte unterschiedliche Richtungen haben. Und wir haben auch erkannt, dass sich mit dem Konzept der Kraft viele Bewegungsabläufe aus dem Alltag darstellen lassen.